Bon Scott, die wohl dienstälteste AC/DC-Coverband, rockt den Speicher. Das soziokulturelle Zentrum Schwerins befindet sich nach dem Privatisierungsversuch im Jahr 2013 und die Diskussion im Rahmen der Sparvorschläge des beratenden Beauftragten im letzten Jahr endlich wieder auf sicherem Kurs. Dieter Mantei, der gemeinsam mit Simone Hinrichs das Zentrum betreibt, hat in den 2 Jahren, in denen die Existenz der Institution bedroht war, so manche schlaflose Nacht hinter sich gebracht. Also psychisch war das total anstrengend. Das Schlimme war ja auch, man sprach nicht mit mir. Ich bin ja Ur-Schweriner, ich kenne ja alle, und wenn die Leute mir aus dem Weg gehen, dann ist es immer schon ein bisschen merkwürdig. Ne? So, und wenn ich dann vor dieser Firma gesessen habe, die dann geschrieben haben, der Speicher macht Folk, Jazz und Rock und Kleinprogramme, Schließung. Und habe ich gesagt, ich mache aber auch Kinderveranstaltungen, Filmfest, Seminare. Und dann kommt als Antwort, der nächste bitte, dann war das schon ein bisschen komisch. Dabei ist der Speicher eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Nicht nur Bon Scott sind längst Stammgäste. 1992 war das Gebäude zunächst neue Heimat für 20 Schweriner Vereine. 1996 wurde es zum Veranstaltungsort und Dieter Mantei gelang direkt ein Riesen-Coup. Und dann gab es auch ein Angebot von Inga Rumpf und Band im Osten. So, und Inga Rumpf mochte ich immer schon, auch schon zu ganz schweren Zeiten, und habe dann einfach angerufen. So, und dann war der Tourplan schon total zu, außer ein Sonntag. So, Sonntag ist aber ein schwieriger Tag für die Kultur. Ich habe es trotzdem auf den Sonntag gemacht. So, und dann ist sie auch gekommen. Die kommen ja dann auch mit so einem großen Stamm. Der eine guckt dann, wie es hier aussieht, der andere guckt, wie es catering ist. Der dritte geht zum Hotel, ob das in Ordnung ist. So sind die, so ganz vorsichtig. So, es war total ausverkauft, waren 400 Leute hier drin. So, es hat ihr total gut gefallen. Und wenn so ein Künstler, der deutschlandweit reist, gefragt wird, wo kann man auftreten, wenn die dann sagt, in Schwerin ist ein neuer Laden, ein Speicher, da kann man auftreten, dann hat sich das ruckzuck rumgesprochen. Bis heute waren gut 350.000 Besucher im Speicher, schätzt Dieter Mantei. Nach Künstlern muss nicht lange gesucht werden. Die stehen Schlange, um aufzutreten. Am 6.2. kommt die Bluesband, die Original-Bluesband aus London mit Paul Jones. Und die sind nur 8 Tage in Deutschland. Und Paul Jones hat gesagt zur Agentur, in Schwerin im Speicher treten wir auf. Dann musste die Agentur den Routingplan ändern und Schwerin ist der Tourstart für Deutschland. Soweit sind wir. Um Einsparungen in Höhe von 29.000 Euro ging es, als die Schließung des Speichers gefordert wurde. Aber zum Glück haben die Entscheider noch rechtzeitig erkannt, dass man auf die einzigartige Mischung aus bekannten Bands und Newcomern, Konzerten und Kabarett, Kleinkunst und Experimenten kein Preisschild kleben kann.